So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Und der wahrscheinlich auch einfach vorletzten Folge für diese Session jedenfalls. Aber ganz ehrlich, wir haben so viele Kilometer geschrubbt in der letzten Folge, das ging jetzt so schnell. Weil wir die ganze Zeit Autobahn gefahren sind tatsächlich doch. Ja, dass wir jetzt doch nur noch 400 Kilometer vor uns haben. Das könnten wir sogar in der Folge schaffen. Ha! Da weiß ich gar nicht, was ich in der nächsten Folge machen soll. Gute Frage. Können wir also die ganze nächste Folge denn ganz in Ruhe Zeit lassen, uns zwei neue Garagen zu holen? Zeit zu gehen. Was heißt gerade blinken? Kann ich jetzt fahren oder kann ich nicht fahren? Oder kann ich nicht umfahren? Ich fahre einfach mal. Wobei, ich Tritsche gehen hier lang. Ich glaube, wir sollen einfach nur hier dran vorbeifahren. Ungefähr so. Ja, siehst du, so reicht's auch aus. Easy. Das Haus ist auch gerade schon an der Straße. So, definitiv diese Monster. Raststätte müssen wir auf jeden Fall mal rein. Unser Bett ist schon ganz schön voll. Und ich weiß, ich bin auch immer blauwig, wenn ich ins Bett gehe. Aber das hat nichts damit zu bedeuten. Ja, whatever. Kommen wir hier rein? Oh, Okay, natürlich nicht. lass uns eine neue gute Ah, Pläne. verdammt, ich dachte, ich habe einen Schleichweg entdeckt. Das wird jetzt ein Schleichwegen. Du weißt halt nie, ist das irgendwas ein Schleichweg oder ist das ein Weg, der einfach nur nicht gesperrt ist? Also wo kein X dran ist, weil die Entwickler das vergessen haben. Ich meine, noch blöder wird es ja, wenn du noch absichtlich die ganzen X ausschaltest. Du kannst ja in den Einstellungen sagen, dass du diese ganzen X für gesperrte Straßen nicht haben möchtest. Jetzt ist es ja noch blöder, weiß jetzt recht nicht, ob es jetzt eine Straße ist, die einfach nur nicht befahrbar ist. Oder ob es ein Secret Road ist. Also. Deswegen, also ich mag dieses ganze Konzept irgendwie gar nicht. Ich mag sowieso dieses ganze Verstecken vom Spieler nicht oder absichtlich den Spieler runtersetzen. Auch dieses ganze Level-System verstehe ich nicht. Habe ich mich auch schon ein paar Mal drüber ausgelassen. So, warum kannst du erst dann 750 PS Motor in den LKW basteln, wenn du Level 26 bist? Du kannst in der reellen Welt, sobald du den LKW hast, kannst du zu jeder Werkstatt gehen und sagen, jo Leute, ich habe 500.000 Euro, macht was draut, baut mir diesen 750 PS Motor ein und die machen's. Da fragen sie dich nicht, ach ja, welches Level hast du denn ETS? Also, warum müssen Spiele immer so künstlich beschnitten werden? Ich meine, wie gesagt, ne, bei Spielen ist das ja vielleicht auch noch in Ordnung, wenn man das so als Spielkonzept machen möchte. Ich glaube, wir nutzen den Rastplatz gleich mal. Aber bei dem Simulator? Ich meine, gerade der soll doch das reale Leben simulieren. Also gerade da macht es erst recht keinen Sinn. Das gleiche ist halt zum Beispiel mit den ganzen Arbeitsagenturen und hier Werkstätten. Die muss man nicht erst entdecken. Du musst nicht erst überall auf der Welt lang klopfen und sehen, ach guck mal, da gibt es Häuser. Nee, dafür gibt es eine fucking Landkarte und heutzutage sogar fucking Google Maps. Ja? Braucht einfach nur bei Google eingeben, jo, wo Volvo? Und dann zeigt dir Google alle naheliegenden Volvo Center an. Bumm, fertig. So dumm. Beim Jobcenter genauso. Ha?
Wenn du nur zwei Jobcenter kennst, heißt ja nicht, dass du nur zwei Leute einstellen kannst. Oder nur zwischen zwei aussuchen kannst. Erstens macht es keinen Sinn, dass wenn du dann einen ausgewählt hast, du dann wieder zwei auswählen kannst. So, warum kennst du den anderen erst, wenn du einen eingestellt hast? Macht gar keinen Sinn so. Wie gesagt, das ganze Konzept an sich macht keinen Sinn. Ich meine, der Jobcenter ist eine Datenbank, so. Egal, ob du nur ein Jobcenter kennst oder zigtausend Jobcenter kennst, sobald du einmal Zugang hast, hast du Zugang. So, Punkt. Yes. Ja, wie gesagt, viele Sachen, die nicht wirklich Sinn machen. Aber ist halt ein Spiel, was willst du machen? Ich weiß nur, dass ich es halt nicht machen würde. Vor allen Dingen nicht bei einem Simulator, der das echte Leben simulieren soll. Weil es, wie gesagt, es macht halt absolut keinen Sinn. Aber gut. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Vergessen zu blinken. Der Ring lenkt mich ab. Ich persönlich bin halt lieber der Ansicht, dass man halt zum Beispiel bei ATS und ETS viel, viel zu leicht Geld verdienen kann. Das ist eher der Knackpunkt, ja. Das ist eher so ein Punkt, wo ich persönlich ansetzen würde. Ja? Also wenn man mich fragen würde, liebes SCS-Software-Team, würde ich persönlich einfach sagen, okay, scheiß auf Leveling-System, schmeiß die ganzen Restriktionen raus, ja? Alle Teile, alle LKWs sofort vom Spielbeginn an verfügbar, aber realistische Economy. Das heißt, ist ein Knochenjob. So, ja? Du musst also wirklich am Anfang erstmal, hast du halt kaum was und du musst scheiße viel arbeiten, um Geld zu verdienen. Und dann musst du wie auch im echten Leben einfach ökonomisch entscheiden, okay, macht es jetzt wirklich für mich Sinn, 57 PS Motor zu kaufen, der halt scheiße viel Geld kostet, oder muss ich nicht doch lieber auf mein Bankkonto gucken und zugeben, ja, ein 500 PS Motor wird es vielleicht auch machen. Ja? Aber die Frage stellt sich hier in dem Spiel gar nicht. So, hier entscheidest du, was du kaufst, nicht anhand dessen, wie viel Geld du hast, sondern einfach nur, welches Level du bist. Und das ist dumm. Ja, wie gesagt, man kommt viel zu schnell an Geld ran. Und man wird dann aber auf der anderen Seite künstlich limitiert anhand vom Level. So. Yes. Ja. Ja, wie gesagt. Das Einzige, was mir auch aufgefallen ist, bei dem neuen System für Schaden. Da verstehe ich auch nicht, was diese Welche wie die Herstellung?
das Ding macht für mich nicht wirklich Sinn. Weil letztendlich kannst du ja einfach alles tauschen. Also wenn du überall hier rauf gehst, dann ist es ja wertemäßig das gleiche wie eine vollständige Wiederherstellung. Also warum das hier anbieten, wenn du es auch selber machen kannst? Es gibt nichts, was du hiermit nicht reparieren kannst. Und das ist halt so der Knackpunkt, wo ich sage, okay, Beispiel beim echten LKW, da hast du halt das Grundfahrwerk, das Grundgestell, das ist so sehr mit allem verbunden, dass man das nicht einfach tauschen kann. Ja, das heißt, wenn das Ding halt von Rost durchfressen ist oder sowas, dann kannst du das nicht einfach reparieren, sondern dann musst du wirklich den LKW komplett zerlegen. Das, was ja das hier wahrscheinlich gemeint ist. Das heißt, warum gibt es hier nicht hier noch einen Wert? Sowas wie Rahmen oder hiermit ist ja Fahrwerk gemeint, dass man sagt, okay, den Fahrwerkverschleiß kannst du nicht reparieren. Ja, das heißt, das hier gibt's nicht. Genauso wie es vielleicht das hier nicht gibt. Wobei, darüber könnte man streiten. Fahrerwerk, also Fahrhaus kann man tauschen, ist kein Problem. Aber, ne, zum Beispiel hier das Fahrwerk, dass du das halt nicht reparieren kannst und nicht tauschen kannst. Sondern wenn das verschlissen ist, dann hast du keine andere Wahl, als den LKW komplett wiederherzustellen. Also, ne, wie es ja hier steht, oder wenn du draufklickst, glaube ich, irgendwie, dass der LKW komplett zerlegt werden muss und dann wieder von Grund auf neu zusammengebaut werden muss. Das wäre eigentlich hier sinnvoll. Aber nein, du kannst trotzdem alles per Hand reparieren. So, warum gibt's denn das überhaupt? Gleich auch wieder mit den gebrauchten LKW. Auch das ist wieder komisch. Wenn du Level 1 oder Level 2 bist, dann kriegst du nur beim Gebrauchthändler auch nur LKWs, die so konfiguriert sind, wie du sie dir selber auch zusammenstellen könntest. Das heißt, am Anfang auch nur Schrott-LKWs, die genau gar nichts bringen. So, warum denn überhaupt gebrauchte LKWs kaufen? Ja, das wäre zum Beispiel eine richtig schöne Stelle, wo man sagen kann, erstens müssen viel mehr LKWs angeboten werden. So, der Gebrauchtmarkt von LKWs ist riesig im Echten. Und hier beim gebrauchten LKW hast du halt am Anfang, hast du gerade mal 2-3 Seiten. Das heißt insgesamt so 10 LKWs oder sowas. Und selbst jetzt, ich hier mit Level, weiß der Geier was, gerade mal 5 Seiten. Die 5. Seite kriegt man einen LKW. Das sind also gerade mal 17 LKWs. Das ist ein Witz. Na, also, warum nicht von Anfang an, gerade da auch LKWs, die man sich vielleicht so selber gar nicht zusammenbauen kann, sodass du da wirklich einen Mehrwert von hast. Und vor allen Dingen halt von Anfang an richtig schön viele LKWs und nicht nur 10. So, dass du halt auch wirklich einen raussuchen kannst, der schön ist. Der halt zu deinen Bedürfnissen passt. Vielleicht auch noch wirklich verschiedenste LKWs mit verschiedensten Lackierungen. So, dass du dir auf wie im echten Katalog sagen kannst, okay, wow, ja, der LKW, der sieht optisch schön aus. Ja, so, dass du nicht nur nach den Werten gehen musst. Weil das Einzige ist, was sich zwischen denen unterscheidet. Sondern doch wirklich einfach wie beim echten LKW nach dem Gesamteindruck gehen kannst. Schön, sich ab und zu mal ein bisschen was von der Seele reden zu können. Ne? Ab und zu habe ich ja solche Momente, da lobe ich das Spiel in den höchsten Tönen. Und ab und zu, so wie jetzt, Momente, da wird Tacheles geredet. Was alles an dem Spiel behindert ist. Muss ja auch mal gesagt werden. Und dennoch gilt, all diese Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind schlimm, ja. Aber das Spiel insgesamt ist einfach trotzdem so unendlich gut. Dass es zwar schön wäre, wenn die Sachen besser gemacht werden würden, aber ich kann das Spiel trotzdem nur wärmstens empfehlen. Trotz dieser Mängel. Kann ich es nur wärmstens empfehlen. Aber trotzdem, SCS Software, bitte löst diese Probleme. Schafft das Leveling-System ab, macht die Economy wesentlich härter, repariert dieses scheiß Gebraucht-LKW-System oder entfernt es einfach wieder. So, es bringt halt, in dem Zustand, wie es jetzt ist, bringt es gar nichts. Ja, Rendering Engine mit den Schatten
Lass auch Laternen endlich Schatten machen, nur so ein paar Sachen. Das Spiel ist so, wie es ist, gut. Aber es kann noch verbessert werden. Ich habe ja auch mal privat, kurz nachdem dieses ganze Feature rauskam mit den gebrauchten LKWs, habe ich auch mal einen neuen Spielstand angefangen, weil ich halt diesen gebrauchten LKWs mal, ne, klang halt super interessant. Und ich war selber davon auch am Anfang überzeugt. Und hat dann halt, wie gesagt, meinen Spielstand angefangen, wo ich wirklich versucht habe, von null beginnt eine Firma einfach nur auf gebraucht LKW basierend aufzubauen. Ne, wie man vielleicht auch im Echten machen würde, wenn man so mittel, also sein eigener Chef ist und so ein kleines Unternehmen gerade gründet und man überhaupt erstmal anfangen muss. Aber ich habe schon bei Level 10 oder so dann letztendlich aufgehört, weil es hat nichts gebracht. Und es war vor allen Dingen, wie gesagt, aufgrund der super geringen Auswahl halt auch super frustrierend. Also, na. Wie gesagt, schöne Idee. Und man könnte es auch besser implementieren. Aber so wie es jetzt implementiert ist, kann man es auch genauso gut einfach wieder entfernen. Ist einfach nur Schrott. Was halt, wie gesagt, echt schade ist. Weil es ist ein Feature, was ich gerade auch die Community extrem lange erhofft hat. Ja? Gerade auch solche Sachen, was sie auch nicht gemacht haben, dass LKWs über die Zeit schmutzig werden. Ja? Dass du die halt wirklich ab und zu mal einfach mal reinigen musst. Ich meine, klar, jetzt hier Werkstätten auf, Waschstraßen aufzustellen auf einmal, wird natürlich schwierig, weil ja, du musst halt alle Städte anpassen, damit auch Waschstraßen irgendwie drin sind. Aber auch das könnte man ja hybrid machen, ne? Dass du sagst, okay, am Anfang kannst du einfach dein LKW in sämtlichen Werkstätten reinigen. Ja, dass also sämtliche Werkstätten auch halt auch eine Reinigung anbieten. Und dann bei neuen Städten, die neu erstellt werden, kann man dann nach und nach auch eigenständige Waschstraßen hinzufügen. Also, ja. Aber nee, auch die Gebraucht-LKW sehen aus wie frisch geleckt. Keinerlei Schäden zu sehen. Nichts, gar nichts. Ich meine, klar, Gebraucht-LKW gibt es natürlich auch im guten Zustand so. Das heißt, wenn du einen LKW gebraucht verkaufst, dann fährst du damit erstmal durch eine Waschstraße, klar. Aber trotzdem hat ein LKW halt irgendwann Mängel. Ja, die Räder sehen nicht mehr so schön glänzend aus. Weiß nicht. Deine Frontverkleidung. Wenn du eine glänzende hast, also Chrom, gut, okay, Chrom ist hier weniger, aber halt so wie ich hier, ne, dieses ganze Aluminiumzeug da, oder Stahl, Edelstahl, whatever. Auf jeden Fall sieht die Sachen nach 10 Jahren Benutzung nicht mehr frisch aus, so, ist einfach so. Und wenn du halt einen LKW hast, der bei Gebraucht-LKWs nur einen Stern hat, was ja dafür steht, dass das Ding viele Gebrauchsspuren hat, und deswegen dann aber auch wie geleckt. Also, da kann ich auch nur sagen, leck mich am Arsch. Ah, ich glaube, der Ring hört langsam auf, oder? Jetzt wird es ein bisschen scheiße hell. Oder das Ring geht einfach weiter, obwohl es hell ist. Es regnet wirklich einfach weiter. Oben wieder schönster Sonnenschein, super hell, aber es regnet einfach weiter. Ja, moin. Nein, warum fährst du auf? Ich bin doch quasi nur rangerollt. Ich will ein bisschen sehen. Ja, noch ein Stück. Jawohl, ja. Danke. Ja, so geht's auch. Ja, so habe ich schon eine gute Sicht.
ich spüre einfach gerade diese Geste. So, mein Aufleger gerade so, nein, nein. Ja. Entschuldigung, Auflieger. Ich weiß, du stehst ein bisschen unbequem, aber halt durch. Du schaffst es. Boah, wird doch mal grün. Warum steht das Auto da hinten eigentlich? Wenn wir rot haben, müsste das doch grün haben, oder nicht? Oder haben wir einfach beide rot? Weil lol. Langweilig. Ah, wir haben grün. Wie es halt einfach immer noch regnet, ey. Mann, guckt euch mal diesen Himmel an. Wie kann da Regen runterkommen? Das ist doch nicht wahr. Das Schlimme ist ja nicht nur, dass das Spiel mich hasst, sondern dass das Spiel genau weiß, dass ich genau weiß, dass das Spiel mich hasst. Das ist das Schlimme daran. Das ist ungefähr so wie Putin. Der überall rumlügt und genau weiß, dass andere wissen, dass er nur lügt. Aber er genau weiß, dass andere wissen, dass sie eh nichts dagegen tun können, dass er lügt. Genauso wie das Spiel gerade. Es regnet einfach, weil es weiß, dass ich weiß, dass es bei dem Wetter nicht regnen kann. Aber das Spiel weiß, dass ich daran nichts ändern kann. Es ist diese Ausnutzung von Macht, wisst ihr? Einfach diese Hilflosigkeit. Warum kann ich nicht pennen? Meine Fresse. Oh. Übrigens, wo wir schon mal bei den ganzen Sachen sind, die man beim Spiel verbessern kann. Gut, probiere ich es da nochmal. Gucken, ob ich hier rauf kann. Ah, hier geht's. Okay. Sehr schön. Jetzt genau umgekehrt. Jetzt ist der Himmel total... Na gut, okay, da vorne. Vor mir. Über mir... Ah, ne. Über uns ist relativ wolkenfrei. Ah, da vorne ist schon das Ende. Oh. Wow. Das heißt, ja. Nächste Folge muss ich gucken, was wir machen. Ah, wir können mal wieder einen Schnellauftrag machen. Nächste Folge, wie gesagt, ne? Wir sollten erstmal Garagen kaufen. Und dann, wie gesagt, können wir einen Schnellauftrag machen, mal wieder. Da gibt es doch bestimmt Möglichkeiten. Oh ja, jetzt haben wir ja schon Nebel hier. Schnell die Kamera auflösen, bevor man durch den Nebel gar nichts mehr sieht. Pelirata Leta Shatatau. Okay. Habe ich genau verstanden, was er von mir möchte. Ich glaube, das Gebäude kenne ich. Also auch diese, mit diesem kleinen Tunnel da. Waren wir hier schon mal? Nee, kann ja nicht sein. Sonst wäre es ja bekannt. Sonst wäre es ja nicht grau. Hm.
Oder war ich da privat schon mal? Also da sind diese kleinen Tunnel, sagt mir irgendwie was. Oder es gibt noch irgendwo ein anderes Gebäude, was auch so einen kleinen Tunnel hat. Mitten auf der Straße. Das einfach die Straße ein bisschen nach rechts zu verbreitern, ja? Ich meine, Denkmalschutz schon und gut, ja? Aber man kann auch einfach die Straße einen kleinen Schlenker machen lassen. Warum sowas? Ja. Vor allem, ich würde nicht in dem Haus wohnen wollen. Weil alleine bei dem unteren Fenster da links, also bei der rechten Seite, das unterste Fenster links. Allein wenn ich da rausgucken würde und dann mal die LKWs kommen sehe, würde ich so Panik haben, dass irgendwann mal irgendeiner die Kurve nicht kriegt und voll ins Haus reinfährt. Digga, könnte ich ja nicht wohnen. Vor lauter Panik. So, wir müssen gerade doch von genau diesem Gebäude ein Foto machen, ne? Wie machen wir am besten ein Foto? Ich überlege gerade, was für Optionen wir haben. Ich glaube, ich mache einfach mal einfach so hier. Und rangiere da mal so ein bisschen rein. Ungefähr so. Ja, doch, doch, so ist gut. Kann man so machen. Ja, geil. Cool. Dann haben wir jetzt tatsächlich alles. Ja, dann müssen wir sagen, für die Folge können wir auch an der Stelle Feierabend machen. Also, nächste Folge können wir endlich mal den bei den Garagen kaufen. Und dann, ja. Bis dann.